Ja, Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Detroit Become Human Folge. Ja, so, jetzt passt das. Oh, Kara. Oh, sieht sehr kalt aus. Ellie ist zuverlässig. Was zuverlässig, hä? Ah, können wir uns auch umschauen? Nice, haben wir so ein Auto, ne? Wahrscheinlich von dem Tutor abgestaubt. Boah, sind wir schon in Kanada oder wieso ist es so kalt? Ah, ich kann mit ihm reden. Autoziel, Entfernung, Wetter. Fangen wir mal Entfernung. Ist es noch sehr weit? Wir sind in etwa einer Stunde da. Easy. Ziel? Die Leute, die wir treffen wollen. Woher weißt du von ihnen? Von den Androiden in Slatkos Haus. Sie sprachen von Menschen, die Androiden über die Grenze bringen. Wenn's gelogen war? Oder noch eine Falle? Das habe ich mir auch schon Ich weiß kurz nur, dass die gedacht. Androiden es glaubten. Bis Slatko sie umbrachte. Aber nee, ich glaube, das stimmt schon. Haben wir nicht irgendein Magazin gelesen? Oder ich meine, ich habe es nicht wirklich gelesen, ne? Sondern nur so den Titel. Aber da war doch, glaube ich, irgendein Magazin, wo auch etwas von Kanada stand, dass da früher irgendwas mit Verbrecher war. Ich weiß nicht mehr genau, könnte ich mir gut vorstellen, dass eben dann jetzt halt dort Androiden und Verbrecher sind vielleicht, keine Ahnung. Aber ich glaube schon, es stimmt. Ich habe noch nie Schnee gesehen. Jo mein, da Sehr hübsch. freut sie sich. Er behindert uns. Aber wenigstens sind nicht so viele Menschen unterwegs. Das stimmt allerdings, ne? So, eine letzte Frage haben Fehlfunktion festgestellt. Notfallbremsen aktivieren. wir. Oh. Okay, was für eine Fehlfunktion. Das ist jetzt nicht gut hier im Schnee, ne? In der Eiseskälte. Das sieht nicht gut aus. Wie sich die Stille, okay. Bleib sitzen, Alice. Boah, hier, na, also wenn wir hier stecken bleiben, dann. Wo ist denn der Automotor? Ach so, halt vorne. Ja klar. Ich laufe nach hinten und frage, wo ist der Automotor? Ja klar ist der vorne. Aber bei so neumodischen Autos weiß man das ja nicht. Hätte ja sein können. Ja, ich kenne mich eben gut aus mit Autos, ne? Da bin ich ein Profi. Was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Ihr seid Zu doch Fuß gehen, Androiden. schätze ich. Was? Es ist eiskalt. Ella schafft das nicht. Das denke ich auch. Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Im Auto? Aber dann Hier wird gibt es es auch keinen schnell Platz zum kalt. Übernachten, Kara. Und wieso ist der Motor jetzt kaputt? Natürlich ist der Motor jetzt kaputt. Klar. Jetzt springen gleich von irgendwo die weißen Wander her. Ach so, ich kann was machen. Ich dachte. Wir labern noch ein bisschen. Finde eine Unterkunft. Es gibt drei Möglichkeiten für eine Unterkunft. Okay. Kara, kannst du ein bisschen Zahn zulegen und rennen? Mit Doppelklick. Komm, renn doch. Renn doch! Aber hier ist irgendwas. Q. Pirates Cone. Freizeitpark oder sowas. Da drüben. Ja, fein, ne? Unser Bodyguard kann sie tragen. Ja, schön. Ein verlassener Freizeitpark. Ja, da finden wir sicher was. Ich meine, kalt wird es trotzdem. Aber wir haben ja unseren Bodyguard, der kann den Baum Wir fällen. brauchen Dann eine machen wir. Unterkunft. Wir müssen aus der Kälte raus. Scheint schon länger geschlossen zu. Machen wir ein Feuerchen. So, wenn ich reden will, dann lässt du mich reden. Ja, bitte, danke. Sein. So, schauen wir mal, was es hier alles gibt. Das Schiff vielleicht.
Na, bei dem Schiff könnte vielleicht, je nachdem, wenn das Schiff auch wirklich aus Holz gebaut ist, ist es halt nicht so kalt wie irgendwie in einem Container drin oder so. Hallo, leuchtest du bitte? Dort oben gibt es aber Popcorn. Oh, und hier gibt es Burger. Burger, dann würde ich sagen, wenn wir hier unten sind, wir gehen hoch, schauen, ob wir uns einen Burger snacken können und dann direkt zum Schiff. Ja, würde ich jetzt so machen. Schau, hier liegt eh schon Holz. Hey, Mr. Bodyguard, nimmst du ein bisschen Holz mit? Bisschen Holz? Oi, oder können wir das Holz hier mitnehmen? Oder ist das jetzt nochmal... Ach so, nee. Okay, sorry. Aber schön, wie die Fußspuren, ne? Das ist schön. Oh Gott. An das habe ich noch gar nicht gedacht. So verlassene Parks sind meistens sehr unheimlich. Gott, und jetzt höre ich es überall. Oh Gott, da steht jemand. Ach du Scheiße. Ja, wir müssen rübergehen. Wir müssen, sonst überfällt der uns nachher noch. Ah, das ist eh schon das Schiff. Aber das heißt, dass hier die Burgerbude. Okay, schauen wir lieber mal, bevor uns der von hinten anspringt. Hallo? Oder lebst du gar nicht mehr? Doch, oder nicht? Eingefroren. Willkommen. Oh Gott! Oh, shit, nee. Wir haben alle einen Mordspaß. Ja, Mord, ja. Willkommen im Piratenland, meine Lieben. Wir haben alle einen Mordspaß. Oh Gott, und er ist rot. Okay. Hier haben wir nochmal so eine Tafel. Was bringt uns das? Wird die gleiche sein wie vorhin, ne? Oh, und die Musik! Wieso muss es schon wieder so unheimlich sein? Ah, wir sind jetzt direkt hier. Okay, warte. Dann schauen wir... Lauf, Kara! Mal schnell zu dem Burgerstand, ob da vielleicht irgendwelche Essensreste noch sind. Dass wir nichts mitgenommen haben. Wir waren in so einem fetten Haus. Schön. Da hätten wir doch sicher genug zu essen mitnehmen können. Aber ja. Oh, oh, oh. Da ist das. Prüfen. Was gefunden? Nein. Nichts, wo wir übernachten können. Ich wollte auch nicht zum Übernachten hier schauen, sondern zum Essen. Zum Essen. Was haben wir hier schon wieder? Einschalten. Ach so, das Teil. Erwacht! Die Gefahr lauert dort, wo man sie nicht vermutet. Soll das ein Hinweis sein? Auf dem Piratenschiff vermutet man Gefahr, also müssen wir dort sicher sein, ne? Kommen wir nicht darüber. Von hier aus nochmal schauen. Da müssten wir durch. Aber geht nicht. Können wir nicht drüber. Weißt du, wir können nicht dort drüber klettern. Und das wäre eh voll eingefroren. Ich schaue nochmal die Karte. Vielleicht, ja, wir können so rumlaufen. Irgendwo werden wir schon einen Weg reinfinden in das Schiff, ne? Au, 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 au. Ab und zu ist die Steuerung schon complicated. So, ich habe den Haar im Mund. Angenehm. Ah, der steht schon da vorne. Okay. Hier fällt alles auseinander. Nee, sag. Wird nicht leicht, einen Schlafplatz zu finden. Geh nicht nach links. Wir wollen... Ah, so eine Hütte. Ja, okay, sehen wir uns die Hütte mal an. Das könnte auch ganz gut sein. Obwohl die... Das solltest du dir ansehen. Ich habe was gefunden. Obwohl, wie gesagt, die größte Gefahr lauert dort, wo man sie nicht vermutet. Und so in einem Häuschen vermutet man sie nicht, ne? Okay.
Aber eine Sache haben wir noch zu entdecken. Na, wir gehen jetzt noch mal hier ein bisschen schauen, bevor wir da reingehen. Oder in dem Totenkopf. Da vermutet man Gefahr, also sollte da keine sein, wenn das ein Hinweis war. Ah, wir können gar nicht weiter. Okay. Ja, ich wollte auf das Piratenschiff. Aber irgendwo gibt's noch was. Ah, hier geht's auch nicht weiter. Ja, okay, dann sehen wir uns die Hütte an, ne? Fällt halt auch schon fast auseinander. Aber gut, schauen wir mal rein da. Oh, Kara hat Muckis, sie rupft das einfach weg, ich, ne? Mach das. Oder auch nicht. Ja, aber für was haben wir denn Vodka, ne? Du gehst voran. Oh Gott, shit, Mann. Das ist auch ein Android, der sicher gleich anfängt zu reden oder so. Den können wir überprüfen, ob der noch am Leben ist. Bevor er uns von hinten attackiert. Nichts Besseres finden. Machen wir es uns gemütlich. Ja, ist ja jetzt nicht so schlecht, ne? Finde ich. Also, für das, dass wir da mitten im Nirgendwo stehen geblieben sind. Überprüfe Lusters Tasche. Und was noch? Was? So. Irgendein Schiff. Okay. Okay, okay. Irgendein Schiff ist vermisst. Androiden Band Anwärter auf Musikpreis. Aha. Okay. Das haben wir schon mal gesehen, glaube ich, ne? Mit dieser Androiden-Band. So. Ah, den Androiden können wir gar nicht abchecken. Dann hoffen wir mal, ich gehe lieber mal gleich rüber. Restaurant. Ja, vielleicht finden wir ja noch was zu essen. Jetzt läuft sicher draußen gleich irgendwas rum. Oder auch nicht. Was haben wir hier? Ein Bild von einer Family. Ja, schön. Schönes Bild. Oh oh, hier steht RA9. Und das schreiben die Abweichler. Was bedeutet hier, irgendwo ist ein Abweichler? Okay, okay. Oh, ein Kissen für die Kleine und eine Decke. Irgendwo hier versteckt sich ein Abweichler. Ich sollte das RA9 trotzdem noch so mit Q anschauen, denke ich. Kann ich nicht, weil ich die Hände voll habe. Dann kann ich nicht schauen. Dann bringen wir ihr mal die Sachen. Okay. Ah, was? Ah. Bett vorbereiten. Voll. Und ich und der Bodyguard. Ich wollte gerade sagen, sie ist doch gerade da gesessen. Wir brauchen ja nichts Warmes oder so, ne? Ich wollte jetzt aber das RA9 noch mit Q anschauen, weil vielleicht bringt uns das irgendwas. Ja, das bringt uns was. Na gut, habe ich es gemacht. Gut. Jetzt schauen wir nochmal hier. Das sind noch zwei Sachen. Aber hinter der Theke könnte man auch mal schauen. Öffnen. Waffe überprüfen. Was für eine Waffe? Hat eine Waffe dabei. Brauchen wir vielleicht noch für den Abweichler, der uns gleich attackieren wird? Oh Gott, ich sehe es schon kommen. So, Mrs. Ellis.
Nur, no, es ist halt traurig wegen ihrer Familie wahrscheinlich, ne? Halt wahrscheinlich, ganz sicher ist sie traurig. Ich meine, der Vater, okay, aber ihre Mutter wird sie halt Glaubst schon du, vermissen. Wir sind eines Tages wie sie? No. Wenn wir über die Grenze sind, fangen wir neu an. Du kannst in die Schule. Vielleicht finde ich einen Job. Ja, schön, genau wie Olli. Sie. Wie alle anderen. Dass wir beide zusammen sind. Das ist alles, was zählt. No. Na komm. Süß. Es ist Zeit fürs Bett. Na, dann muss ich alles dafür tun, ne, dass das auch wirklich so passiert dann. Ah, da hinten ist jetzt doch noch was. Knien. Aber erst... Ach so, das Magazin, das hatten wir schon. Beschwichtigen, trösten, küssen, morgen. Sie ist oh, keine Ahnung. Ja, ja, ein guter Nachtkuss. Schlaf gut, Alice. Was ist beschwichtigen? Sorry, ich weiß gar nicht, dass das halt jemandem gut zureden, oder? Wahrscheinlich. Erzählst du mir eine Geschichte, Kara? Ja, natürlich. Ich habe 9000 Kindergeschichten gespeichert. Mir sollte eine einfallen. Ja, schön. Prinzessin Einhornritter. Ja, Prinzessin, das mögen kleine es Mädchen. War eine kleine Prinzessin, die... Nein, nicht so eine Geschichte. Okay. Eine nur für mich. Es war einmal... So findet sie wahrscheinlich Mädchen. Eine... Frucht. Dass keine Angst mehr haben wollte. Es wollte so gern wie die anderen Mädchen sein, aber... Schatten? Der Schatten, der in ihm lebte, machte es unglücklich. Dann traf es einen Roboter. Gehorsam verloren. Was bloß keine Ahnung. Der auf Gehorsam programmiert war. Aber dieses Mal nicht mehr gehorchen wollte. Die beiden beschlossen, zusammen wegzulaufen. Um ein besseres Leben zu finden. Unterwegs lauerten sehr große Gefahren, aber... Sie hielten zusammen. Und konnten so alle überwinden. Unterwegs trafen sie... Riese! ...den anderen Roboter, der seinen Meister verließ, um sie zu beschützen. Wie geht die Geschichte zu Ende? No, das ist echt traurig irgendwie. Sie fanden den Ort ihrer Träume und lebten dort glücklich zusammen. Halt traurig und schön zugleich. Immer ein gutes Ende. Aber in echt ist das nicht so. Zeit zu schlafen. No, nur wir kommen ja fast die Tränen. Kommst du und sagst mir gute Nacht, Luther? Ja. Ja, natürlich. Nacht, Alice. Schlaf gut. No. Ah, konnte ich mich nochmal zusammenreißen. Aber das war jetzt echt schon ein bisschen heftig, ja. Ein liebes Mädchen. Ja. Sie ist sehr tapfer. Hast du je gehört von RA9?
RA9 war der Erste, der erwachte. Eines Tages wird er unser Volk anführen und uns befreien. Okay. Was, wenn RA9 niemals kommt? Wenn er nur irgendeine Geschichte ist, die wir erzählen, um nicht aufzugeben? RA9 existiert. Eine Geschichte. Ich glaube an ihn. Deswegen sie nicht aufhören. Ich weiß, dass er da ist. Wenn die Zeit reif ist, werden wir ihn sehen. Jeder braucht das, an das er glauben kann, ne? Ist dir jemals was aufgefallen? An Alice? Ja, was? Halt, sie ist. Nein, sie ist halt sehr ruhig, aber. Nein, was? Worauf willst du hinaus? Oh oh. Ich wusste es doch. Mehrere Abweichler. Shit. Oh mein Gott. Das ist ja wie eine Zombie. Ach du Scheiße. Da bringt uns die. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck. Alice beschützen. Feuer löschen. Wieso Feuer löschen? Alice beschützen. Die Waffe bringt uns nichts bei so vielen. Bei einem oder zwei, ja. Shit. Frage zurück, Frage. Nein, 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 nein. Wieso habe ich. Ihr? Ich habe irgendwas Was übersehen. Lasst uns in Ruhe. Hab keine Angst. Wir tun euch nichts. Sicher? Wir sind wie ihr. Wir heißen Jerry. Wir haben hier im Park gearbeitet. Wir wollten euch nicht erschrecken, aber manchmal kommen Menschen, um uns weh zu tun. Da wollten wir nachsehen. Okay. Was macht ihr hier? Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Morgen sind wir wieder weg. Ein Mädchen? Wir haben lange keins mehr gesehen. Kinder waren so gerne hier bei uns. Sieht traurig aus. Die letzten Tage waren schwierig. Wir haben etwas für Sie. Etwas Lustiges. Wird dir gefallen? Ah, will Typ sie kommt es sehen? Mir ein bisschen oh, komisch ich glaube vor. Nicht. Dann soll sie mitkommen. So wie in dem einen Haus. So wie in dem einen Haus. Der tut so mega lieb. Aber wenn wir irgendwas sagen, was ihm nicht passt, dann. Okay. Kritisch. Aber wenn wir sie überzeugen könnten, wäre natürlich nice. Dann hätten wir eine ganze Armee, um nach Kanada zu gehen. Ja? Sei unser Gast. Reaktiviere das Karussell und irgendwas anderes. Was anderes? Wir müssen das andere finden. Vorhin hat uns schon wieder was gefehlt, ne? Aber ich sehe halt sonst nichts. Gott, wie die da alle stehen. Alice. Ja, komm, wir reaktivieren das halt. Ich will sie hier jetzt nicht alleine stehen lassen. Kann ich nicht mit einem reden oder so? No. Oh. Leuchtet aber schön. Die Kleine geht bitte an Bord. Das Karussell wird sich gleich drehen. Oh Gott. Wieso kommt der Typ mir wie ein Psycho vor? Oh Gott, oh Gott. Das ist fix ein Psycho. Gott, gleich passiert irgendwas. Ich sehe es schon kommen. Oder sie freuen sich wirklich einfach nur, wieder mal ein Kind hier spielen zu sehen. Na, hoffen wir es mal. Sie lächelt zum allerersten Mal. Bisher gab es ja auch nicht viel zu lächeln. Ja, hoffen wir mal aufs Beste, dass die wirklich alle so lieb sind. Sieht aber so aus, ne? Sieht so aus, als wäre die Folge vorbei. Die
Höhle des Piraten. Ja, da haben wir jetzt mal fast alles abgeschlossen, ne? So, Weltstatistik, please, oder? Habe ich es jetzt? Jetzt habe ich es an. So. Ja, wir haben eh fast alles geschafft. Schön. Ah. Mit Lucer reden. Hey, also. Hey, wir hätten noch andere Sachen machen können. Ich meine, ich dachte mir ganz am Ende, ich dachte mir schon kurz, vielleicht kann ich mit Alice reden, so zurückschauen. Aber das ging dann ja nicht mehr, oder? Hätten wir auch, okay. Was hätten wir denn noch machen können, anstatt mit ihm reden? Die Höhle des Piraten. Okay, da war ich mir erst auch nicht sicher, ob wir vielleicht noch einen anderen Unterschlupf finden hätten können, wie dieser Markt da, ne? Gebäude überprüfen. Gefrorenen Androiden untersuchen. Ah, nur 54%, ne? Das ist nicht, ja, gerade mal die Hälfte. So, ja, hier haben wir eigentlich alles gemacht. Ah, Schrift von RA9 ansehen, haben nur 25%. Okay, ging jetzt, war aber jetzt doch nicht ganz so, wie ich es mir dachte. Aber trotzdem waren hier Abweichler, ne? Das, ja. Gut, und hier, Tasche öffnen, Waffe sehen. Ah, wir hätten wieder sagen können, nein, wir schauen nicht rein, oder wie? Aber für was gibt es dann nochmal eine Option? Dass wir dann, steht hier dann nichts sehen und hier, Kara hat nichts gesehen, oder wie? Okay. Oder wir hätten halt nicht die Möglichkeit gehabt, ne? Als die reinkamen, hätten wir auch die Möglichkeit gehabt, selber die Waffe zu greifen. Die hätten wir dann halt wahrscheinlich nicht gehabt. Aber trotzdem, hier wäre irgendwas entschlüsselt worden, oder? Ich weiß es nicht. Ja, gut. Ja, ne? Irgendwie so Horrorfolge mit voll dem, ja, emotionalen Moment so. Ja, ich hätte fast, mir wären fast ein bisschen die Tränen gekommen, aber ja, ich konnte es ein bisschen zurückhalten. Ja, gut, Leute, dann bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag und es geht dann einfach beim nächsten Mal weiter. Tschüssi!